Hey, yo, G, see, that's right, it all stands in rhythm. I for intelligence that I find when it's been. And for the two city goes props to the villain. G stands for drive, cause I'm driven. G stands for grinding, all stands for rhythm. I for intelligence that I find when it's been. And for the two city goes props to the villain. G stands for drive, cause I'm driven. Yeah, I'm running now, gotta get it 9 to 5. Steadily, I struggle while I try to get it final out. Throw the time aside, I thought I was the man. Damn, I'm exhausted, not according to the plan. And so it seems that I always need a plan. B is for the love of it. It's more than dreams for man. Unter diesen herrlichen Rahmenbedingungen und mit dieser Aussicht haben die weltbesten Slopestyler auf der Sayser Alm ihren letzten Weltcup-Bewerb der Saison absolviert. Für den Schlern und das verschneite Hochplateau hatten sie allerdings keine Augen. Immerhin wurden die Gesamtweltcup-Sieger gekürt. Bei den Männern ging die Kristallkugel an das Schweizer Freestyle-Ass Andriy Ragedly, der sich auf der Sayser Alm nur dem US-Boy Nick Göpper geschlagen geben musste. Auch bei den Frauen kam die Siegerin aus Nordamerika. Caroline Clare war im Finale besser als die gesamte Konkurrenz. Zur neuen Gesamtweltcup-Siegerin kürte sich hingegen die Schwedin Jenny Bomansson. Die größte Aufmerksamkeit auf der Sayser Alm genoss allerdings Ralf Wellboner, der es als einziger Südtiroler ins Finale geschafft hat. Christoph Schenk und Silvia Bertagna schieden bereits in der Quali aus. Wellboner wollte bei seinem Heimrennen erstmals in seiner Karriere aufs Podium, musste sich am Ende aber mit Platz 13 geschlagen geben. Bin ich schon ziemlich, wie sagt man, ich bin enttäuscht, weil ich da auf der Sayser Alm seit ich klein bin vor und ich kenne die Kicker am besten von allen. Und eigentlich war das halt für mich leider ein Schnipsen gewesen, meine besten Tricks heute zu bringen. Aber ich ist leider nicht so gegangen wie geplant und jetzt heißt es halt Vollgas weitergeben, stay positive und auf die nächsten Contests dann ready sein. Seinen nächsten Auftritt hat der 21-jährige Gröner bereits nächstes Wochenende beim Big Air Weltcup in Quebec. Dort wird er einen neuen Anlauf aufs Podium nehmen. Let's go, let's go. This young guy.